Ich bin eigentlich Barbara, bin 16 Jahre alt, wohne in Glocknitz und mein Sport ist Skifahren. Ich bin die Sikora Clara, ich komme aus Göstling an der Ips, bin 20 Jahre alt und bin der Guide für die sehbehinderte Barbara Aigner in der Disziplin Ski Alpin. Was bei mir ab einem Meter weg ist, ist es bei mir dann unscharf. Also würde ich die Clara als Unrisse sehen. Bei mir ist es halt da meistens so, wenn bei uns am Berg die Sonne scheint, dass das bei mir beim Sonnenschattenwechsel halt brutal schwer ist, dass ich das halt so fahren kann, halt, dass ich den Guide halt dann vor mir sehe, weil das dauert halt bei mir immer kurz, bis das wieder mein Auge so gewöhnt. Wir sind eben mit Headsets verbunden und ich sage ja eigentlich alles grob an, was ich sehe, egal ob es jetzt Übergänge, Kuppen sind. Und beim Tor gebe ich eben das Signal Hopp, damit sie weiß, wo das Tor circa ist oder wo wir uns befinden. Und die Babsi gibt mir dann eben als Feedback schneller, langsamer. Nein, für uns war es gut. Und wir machen halt, wenn wir halt nicht tiefer sind, so sehen auch was miteinander. Für die Babsi und mich ist wahrscheinlich die größte Herausforderung der Abstand. Also zwischenmenschlich passt es sehr gut. Manchmal passiert es mir nur, dass ich ein bisschen zu schnell wegfahre, aber die Babsi ruft mir dann eigentlich zurück. Also das sind nur die größeren Challenges, aber sonst glaube ich, passt schon recht gut für die zwei Jahre, wo wir jetzt miteinander fahren. Was mich generell im Jahr motiviert, sind auf jeden Fall große Events. Auf die Paralympics freue ich mich sehr. Ja, also auf die Paralympics freue ich mich auch sehr. Es ist echt eine Erfahrung, die nicht jeder haben wird. Also das können wenige Menschen sagen von sich, dass sie dort waren. Und ich bin sehr stolz auf die Babsi, dass es bis daher geschafft hat. Und egal was ausschauen wird, es wird sicher eine mega coole Erfahrung werden.